Brauche ich für die Kamera. Die Kamera liebt euch. Die Kamera liebt euch. Hi, ich bin Froni und das sind meine Wuffs. Das sind Barney und Hamlet. Heute gibt es einen schnellen, aber heftigen Dummy-Dienstag. Eine der ersten Übungen, die ich mit Christina von hundepraxis.com zusammen gemacht habe. Und ich habe einen leichten Herzinfarkt bekommen, weil sie dann meinte, so, ja, wir machen jetzt zusammen Walk-Up. Und dann holte sie so die Ballschleuder raus. Ich dachte mir so, oh Gott. Das heißt, ihr seid im Walk-Up, entweder zu zweit oder geht auch zu mehrt. Ihr lauft Fuß und einer wirft Bälle mit der Ballschleuder. Der Hund soll steady sein, wenn der Ball fliegt. Das heißt, sobald der Ball geworfen wird, bleibt ihr stehen. Der Hund soll verharren, im Idealfall sitzt er sogar. Soll markieren, soll schauen, wo fällt der Ball denn hin. Und der dran ist, darf dann holen. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Also eine vermeintlich einfache Übung, die aber ultra anstrengend ist. Gerade weil der Hund eben unter sehr viel Ablenkung und sehr viel Action es schaffen muss, ruhig am Bein zu bleiben, schön Fuß zu laufen, nicht nach vorne, nicht einspringen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen und sagt mir, wie es bei euch so lief. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Fuß. Abfahrt! Juhu!